das, mein Junge? Ich hätte wissen müssen, dass auf sie Verlass ist. Eine kluge Entscheidung. Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Mario von Wolfsrudel. Ich weiß, ich habe mein Crysis 3 Walkthrough Let's Plays, habe sie nie beendet, da aufgrund bei dieser Mission kam ich nicht mehr weiter, hat sich das Spiel irgendwie aufgehangen. Ich konnte das Spiel nicht mehr weiterspielen und naja, jetzt wo ich meine zweite GTX 670 im Rechner habe und somit nahezu doppelte Leistung habe, bin ich schon mal gut ausgerüstet für Crysis 3 und habe jetzt den Singleplayer bis hierher nochmal durchgespielt und habe mir jetzt vorgenommen, die letzten zwei Kapitel ab hier, ab dem Punkt, wo es letztes Mal oder wo ich damals bei den Aufnahmen eben nicht mehr weiterging, wieder weiter aufzunehmen und fertig zu machen. Und ja, dann seht ihr es. Ich bin jetzt ziemlich genau bei dem Punkt, wo ich damals aufgehört habe. Und ja, das Spiel läuft wirklich super, also das ist echt ein Traum. Macht auch gleich viel mehr Spaß, wenn es total flüssig läuft. Und naja, Metro wird eventuell die nächste Zeit auch noch kommen. Metro Last Light. Das habe ich neulich angefangen, aber bisher noch nicht viel weitergespielt. Das werde ich eventuell auch komplett durch Let's Playen. Dass jetzt mal wieder so die Zeit fürs Let's Plays machen wieder weitergeht. Haben wir ja lang genug geschlafen und nichts gemacht. Ja, die erlegen wir gleich. Sehr schön. Ja, die Musik ist ja echt auch traumhaft. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also muss schon sagen, das Spiel hat mir damals nicht ganz so gefallen. Jetzt gefällt es mir wirklich immer mehr, weil es einfach doch so genial ist. Das haben wir gehackt, super. Jetzt greift uns das Geschütz nicht mehr an, das ist auch super. Ich hoffe nur, dass das Spiel jetzt hier mal weitergeht und nicht wieder wie damals sich aufhängt. Da hinten haben wir noch einen Gegner. Hier war doch, glaube ich, sogar ein Sniper, oder? Warte, nee. Ah, den haben wir zerschnitzelt. Aber noch ein Geschütz. Können wir das von hier treffen? Vielleicht. Nein. Geht nicht. Doch, geht. Ah, das ist ein bisschen schlecht zu treffen. Dann rennen wir mal darüber. Da geht die. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich auf diese Brücke hätte müssen. Das wäre schlecht gewesen. Oder doch? Das wäre jetzt extrem. Ah, ich war so dumm. Genau hier geht's weiter. Hier, und das habe ich damals nicht gecheckt. Das war doch kein Bug, sondern einfach nur Dummheit. Genau, jetzt gehen wir darüber und dann geht's weiter. Ah, Mann. Ah, wieder zwei Noobs. Die wollen was aufs Maul. Archangel ist in 5 Minuten hier. Der ist auch weg, sehr schön. Was haben wir hier? Eine Typhoon? Nein, die wollen wir nicht. Nee, will ich alles nicht. Dann geht's hier wahrscheinlich mal rein. Ach, hier. Nehmen wir mal wieder das Holo und ja, das haben wir hier. Schalldämpfer, nee, das ist kacke. Munitionsbox, Granatwerfer, ist alles gut. So. Er ist fast da, Prophet. Beeilen Sie sich! Jetzt haben wir noch eine Gauss. Auch okay. Nur noch ein paar Sekunden! Sie mir. Sie müssen auf das Terminal zugreifen. An diesem Punkt war ich noch nie, also jetzt alles neu für mich. Notfallprotokolle initialisiert. Alle verbliebenen Cell-Agenten in die unterirdische Quarantäneeinrichtung 5Y9 evakuieren.
Wow. Heftig, heftig. Wahnsinn. Das sieht schon mal spektakulär aus, aber das Spiel ist überhaupt, also... Die Inszenierung da, das Spiel kann schon mal nicht scheiße sein, weil was da inszeniert wurde, das ist Wahnsinn. Die Umgebung, wie detailliert die Umgebung aussieht, Wahnsinn. Großes Glück. Das war alles. Projiziere Stufe 3 Simulation. Stufe 3. Ich brauchte sie alle, um aus meinem Zellgefängnis zu entkommen. Meine Kinder waren ohne Verstand, während ich schlief. Sie mussten nur noch Archangel für mich abschalten. Und dafür danke ich Ihnen sehr. Was? Was reden Sie denn da? Rasch! Projiziere Stufe 3 Simulation. Karl Ernst Rasch! Dritte und letzte Stufe. Der Strahl! Er lädt sich auf! Oh mein Gott! Das ist eine Einstein-Rosenbrücke! Ein verdammtes Wurmloch in die M33-Galaxie. Und super. Es kommt irgendwas Großes durch. Als ich sie im Versteck nicht auswerten konnte, sagten sie, das läge daran, dass sie den Anzug entwickelt haben. Aber das war es nicht, oder? Wie lange machen sie das schon? Ihr Leben mit Nanotech verlängern? Mit Ceph-DNA? Wissen sie, was sie sind? Sie haben gegen den Schwarmverstand der Ceph gekämpft, genau wie ich. Aber sie haben verloren. Sie haben sie absorbiert. Und jetzt sind sie einer von ihnen. Wahnsinn. Alter. Ah, Kacke. Psycho, schaff sie hier aus! Karl Ernst Rasch? Nie haben oder verstehen werden. Raus hier! Alter! Na klar. Scheiße! Die Geschütze! Schnell an die Geschütze! Wahnsinn, heftig, heftig. Das dürfte schwierig werden. Sag mal bitte nicht, dass ich da jetzt fliegen muss. Das ist. Das müssen Sie sehen. Stufe 3 ist das finale und tödlichste Element der Kolonialisierungsstrategie der Ceph. Wenn man ihr entschlossen und beharrlich Widerstand leistet, öffnet eine Invasionsarmee der Ceph eine Einstein-Rosenbrücke in das Zentrum ihrer Heimatgalaxie. Von dort entsenden Ceph-Overhives ihre dafür vorgesehene Kriegerkaste, um jeglichen Widerstand zu brechen. Wir haben nur einen Bruchteil von dem gesehen, wozu die Ceph in der Lage sind. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Der Alpha-Ceph wird den Strahl speisen, bis ihre gesamte Invasionsarmee durch ist. Wir müssen ihn abschalten. Claire! Claire! Die ist jetzt wahrscheinlich tot, wie ich das so sehe. Gut, dann machen wir weiter. Hoffentlich nicht im Chat. Claire! Claire! Doch. Prophet, was zum Teufel ist da hinten los?
durch! Bitte, halte durch! Sieht schon mal übel aus. Aber Prophet überlebt natürlich alles. Nein. Bleib bei mir, Claire, bleib bei mir. Psycho. Es tut mir so leid, Claire. Leid. Ach, da ist sie. Psycho, sorry, aber wir haben nicht viel Zeit. Wir brauchen ein neues Flugzeug, schnell. Psycho! Nenn mich nicht so, verdammt! Wir müssen diesen Energiestrahl abschalten, Psycho, oder alle werden sterben. Verstehst du mich? Und was zum Teufel soll ich daran ändern, hä? Ich bin Michael Sykes. Ich bin nur ein Mensch-Prophet. Ich konnte nicht mal ein Scheißleben retten. Nicht ein! Du selbstsüchtiges Arschloch! Kapierst du's nicht? Rasch hatte mich kaltgestellt. Wegen dieses verdammten Anzugs. Hättest du den Anzug getragen, wären wir alle tot. Wir leben nur noch, weil du ein Mensch bist. Wir waren alle Menschen, Psycho. Und wir haben alle gekämpft. Ich, du, Nomad, Jester. Wir alle. Wir haben gekämpft. Nicht die gottverdammten Nanosuits. Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Wir können was bewirken. Eine letzte Mission. Denkst du, sie würde wollen, dass du jetzt hinschmeißt? An alle Kanäle! Hier ist Rebel Vulture 4. Erbitten sofortige Unterstützung. Wir wurden abgeschossen. Die Seth überrennen uns. Wir halten nicht mehr lange durch. Michael, damit wir uns verstehen, das wird ein Blutbad. Das kannst du laut sagen. Und ich lasse das Wasser ein. Wie du sagtest, Boss, ich brauche keinen Anzug, keine Technik, nur eine Flasche, richtig? Du erledigst die Artillerie, ich kümmere mich um das Flugzeug. Geh schon. Das ist nicht das Ende. Noch nicht. Sehr geil. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Solche Szenen liebe ich einfach. Genial. Jetzt ist Claire halt tot, aber wir... 5% der geschätzten Energiespitze. Beta 3 Satellit hat in 1,2 AE Entfernung... Was? 3 Schuss? Super. Solarspreizungstelemetrie deutet auf weißes Loch hin. Wo darf ich jetzt da durchspringen? Ah. Das ist schon Wahnsinn, wie das hier aussieht. Genial.